Wo ist dieses Wildschwein? Ganz mithalten kann. Da muss ich sagen, Madeline Bailey hat auch, glaube ich, dreimal so viele Abonnenten. Das ist ein Verhältnis 1,2 Millionen, Maddie. Und Ellie hat nur 300 oder 400.000. Also, klar, manchmal muss man mal später entdeckt, aber ich finde halt schwierig, wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, Madeline Bailey steht da hauchscharf vor. Auf jeden Fall weit vorne Taryn und Lindsay. Die sind einfach atemberaubend. So, was wollt ihr? Achso, ja, jetzt könnt ihr auch gerne, würde mich freuen, wenn ihr auch mal eure Meinung so ein bisschen in die Kommentare schreibt. Kann also ihr nicht schaden. Dass sie mich interessiert, aber könnt ihr ja mal versuchen. Ah, nein, Spaß. 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 Was? Aus einem Spaß kann ja auch schnell ein Spaß werden. Du bist so ein Bob, ey. 1, 2, 3, 4, na, 5, 6, verdammt, ich bin wirklich Bob. Zumindest in bestimmten Videos. Alter, ich will nichts wissen von deiner Jugend. Alter, das war so lustig. Meine Klasse hat's einfach drauf. Muss ich jetzt mal so sagen. Gruß an alle. Na gut, wird eh keiner sehen, aber ich kann von der Folge hier mal irgendwie keine Ahnung, eine WhatsApp-Gruppe von meiner Klasse tun. Also, Gruß an meine Klasse. Sie ist einfach wundervoll. Ihr seid einfach toll, Leute. Hab euch lieb und es ist einfach so lustig. Im Deutschunterricht kamen wir irgendwie gerade auf YouTube, weil meine Deutschlehrerin irgendwie ständig von Hitler redet. Na gut, wir haben gerade das Thema analysieren von Reden und da hatten wir Hitler. Aber trotzdem, auf jeden Fall Hitler. Und die Hitlerrede war ja auch recht gut. Und da hat irgendjemand mich erwähnt auf YouTube, also dass ich auch im Internet bin oder so. Okay, und die Lehrerin, echt, wo kann man das denn gucken? Und dann, ich weiß nicht, wer hat einer gesagt, YouPorn? Und dann haben alle gelacht, ne? Das war so witzig, ne? Ich konnte nicht. Voll, das stimmt ja auch. Was? Nein, Mann. Ja, hast recht, es gibt keine Videos von dir. Ich bin nicht auf YouPorn, Mann. Auf jeden Fall voll lustig, so. Echt, wo kann man das denn gucken? YouPorn. Ja, oh, tolle Klasse, tolle Klasse. Ein paar von denen, na gut, einer wird dann auch wird mittlerweile wohl schon DayZ Gameplay oder Let's Play, weiß ich noch nicht, ich denke mal eher Gameplay so zwischendurch mit dabei sein. Dennoch einer aus der wir müssen uns Klasse dann noch mal ganz kurz jagen. Dazu unterhalten später, das will ich jetzt hier nicht so in die Öffentlichkeit ziehen. Was? Ja, Stichwort Lizenzen, mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Also, scheiße. Ja, gut, okay. Ja, weiß, was du meinst. So, verdammt, ich muss irgendwie noch Level 13 werden. Hast du eine Idee, wie man mal eben schnell Level 13 wird am Tag? Deine Mutter. Geh zu meinem Banana Tower, da darfst du farmen. Yay, da will ich jetzt nicht am Tag. Schwein im Garten, ausgenutzt. Wo ist dieses Wildschwein? Tiere dürfen ganz nicht mehr ehrlich, decayen. Wenn ich's finde, werde ich's irgendwie verschleppen, ich weiß nicht. Ja, sag mir wenigstens Bescheid, dass du es gefunden hast und getötet hast, okay? Mhm. Ich will ja wenigstens wissen, dass ich unwissend ist ein bisschen. Ich will nicht unwissend sterben, sagen wir das mal so. Wenn du es dann getötet hast, ja gut, dann warst du eben schneller als ich mit dem Finden. Aber sind die eigentlich so mehr holzmäßig, die Dinger? Die Fließbänder? Wie holzmäßig? Ob die mehr so holzmäßig sind? Nein. Also mehr steinig. Von wegen fangen an zu brennen. Ach so, nee, steinig. Stimmt, die sind ja auch aus mehr gummimäßig halt, aber gut. Es wird wohl nicht abfackeln. Nein, die können nicht brennen. Hab ich gerade direkt. Oh, das ist gut.
Ich bin hier gerade so ein bisschen am Welt reparieren und schön machen. Ha. Das ist echt ein bisschen gay. Das ist sogar noch schwuler als der Haufen, wenn du verstehst, was ich meine. Aber wieso wollen wir das nicht jetzt klären? Ich meine, man kann doch ruhig schon mal den Tipp geben, dass da eine ganz tolle Seite ist, wo man nachgucken kann, ob man eine Lizenz bekommt. Das war aber nur von EA. Ach, diese Seite, das ist nur so eine Forenseite, eigentlich nichts Offizielles. Okay, dann halte ich meinen Mund. Und ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt mit den Regelungen ist. Eigentlich sollte das zwar schon gehen, aber trotzdem, das müssen wir nicht unbedingt in die Öffentlichkeit ziehen. Da habe ich dann wieder den Stock gemacht. Verdammt, hier sind schon wieder... Oh, Alter, fuck. Entschuldigung. Also nicht wegen dem Fuck, sondern wegen dem Lava. Oh. Das könnte ich eigentlich doch wieder zumachen. In die Mine will doch eh keiner mehr rein. So. Kreative Common Lizenz. Was damit? Darunter läuft das. Darüber ist der Inhalt verfügbar. Aha. Was ist denn das? Guck, kannst du mir einen Link schicken für nachher? Ja, mal. Also wenn das wirklich stimmt, dann hast du gute Karten. Weil das ist was recht Gutes, das bedeutet, dass du das auf jeden Fall machen kannst. Creative Commons, freie Lizenzen. Ja. CC, Comedy Central! Oh Mann. So, das muss so gehen. Sieht jetzt nicht so schön aus wie in der Ecke da. Was soll das? Ich hab da so einen kleinen Teich angelegt. Schwul. Sieht echt ein bisschen schwul aus. Ja, weiß ich, du bist ja schwul. Und weil ich so schwul bin, ernte ich jetzt einfach mal Zuckerrohr von unserer Zuckerrohrfarm. Braucht das eigentlich gar nicht, mach's aber trotzdem. Einfach nur damit ich's hab. Ja. Ey lol, ich hab grad mal aus Langeweile so 100 Mitarbeiter. Bohemia Interactive. Ja gut, so würde ich danach nicht gehen, weil Mojang hat, glaube ich, 20 Mitarbeiter oder so und die haben Millionen Geschäfte. Beziehungsweise machen Millionen Geschäfte. Also diese Osteuropäer, ne? Die machen echt gute Computerspiele. Ah, da ist was dran. Ja. World of Tanks, Daisy Standalone. Hier Finnland, ne? War ja mal unter sowjetischen Einfluss. Ne? Ja. Oh. War auch im Ersten Weltkrieg, weil die komplette finnische Fläche noch Königreich Russlands untertan, ne? Mhm. Heute aber natürlich mehr skandinavisch, also mehr europäisch, ne? Die Finnen, die haben Motorola, ne? Gute Sache. Ja. Ihr könnt ja mal eine hitzige Debatte führen, was ihr besser findet. Apple, Samsung. Apple. Ah, da kann ich nicht näher. Apple, Samsung oder Motorola. Die anderen interessieren mich nicht. Gibt's überhaupt noch was anderes? Genau. Ich überleg grad. Apple, Samsung, Motorola. Da war doch noch hast irgendwas. Hast du Nokia Großes. Gesagt? Ah ja, Nokia, das war's. Was ist Nokia nochmal? Das ist mein Handy. Ja, Nokia. Das weiß ich. Ich meine gerade Japanisch oder Deutsch. Ich will jetzt vorsichtig sein, weil Nokia wurde, glaube ich, letztens aufgekauft.
von irgendeiner Firma. Karstadt ist doch auch deutsch, nur weil der, ob der Besitzer nun Schwede ist oder nicht. Verdammt. Also nee, Karstadt ist ja eh völlig pleite, also egal. Das sind voll die Loschen. Ey, sag sowas nicht. Ich mag Karstadt, dadurch immer ganz oft eingekauft. Karstadt hat übelst hohe Versandkosten gehabt, die Spacken. Amazon macht das nicht. Na gut, jetzt auch, aber egal, geht schneller. Karstadt dauert immer, hat immer übelst lange gedauert, deswegen habe ich dann nicht mehr gekauft. So siehst du mal, ne? Tja, ich habe mir nie bei Karstadt noch was geholt, also kann ich da jetzt nicht groß mitreden. Aber wenn du das so sagst, dann wird das wohl auch so sein. Monster. Du Monster, du. Ich brauche jetzt eine ME. Na, du hast Atmosphäre, mir ist so scheiße warm, das kann ich mal einen Cut machen. Okay. Lass mich ausziehen. Ich brauche jetzt einen ME. Ich will mir nur mal eben ein paar ME Assembler Containment Walls bauen. Das werde ich zu verhindern wissen. Okay. Also 4-4. Ah, verdammt. Kommst denn gleich mal kurz in meinen Psychokeller? Ja, gleich. Ich will nur mal eben ausrechnen. Aber ich bin noch nicht fertig, also brauchst du es noch nicht. Und dann können wir den Cut machen. 4, 4, 8, 10, 12, 12, Weißt du zufällig, wo Lava ist? 24. Warte gleich. 24. Oh mein Gott. 32 Stück. Ach, ich habe ja so einen Endertank. Echt jetzt 32 Stück. Ich mache erstmal 16. Also 16. Alter, wie viel Büchsen man auch bekommt, ey. Ja. Schon cool, ne? Ich hoffe, das reicht jetzt einfach mal für 16 Stück. Alter Schwede. So, reicht das von dem Platz? Alter Schwede ist übrigens ein Käse, der stinkt ganz schön. 1, 2. Die Fackel da kommt weg, die kommt jetzt hier hin. 3, 4. Bum, 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 bum. Das wird auf jeden Fall nicht reichen. War genau die Hälfte. Hab mir schon gedacht. So. Kann ich mir gleich mal Gold nehmen. Und Eisen auch wieder. So, dann 16 Stück. 4 Gold. Alter, ich finde diese Büchsen übelst geil. Hey, ich auch. Lass den besten. Nein, ich lass es. Wir sind ja. Yay. Ich dachte immer, ich wäre einfach nur ein Scheißlappen. Nein, bist du nicht. Oh Mann, ich verlaufe mich ständig. Weil ich habe jetzt zwei Keller und da laufe ich immer in meinen ersten da. Blablabla. Aus Angewohnheit. Das regt auf, ich raste gleich. Und wo denn diesmal? Ja, auf dem richtigen Rastplatz in Dänemark. Ich bin nur noch 3 Meter vom Rastplatz weg, ne? Hey, cool, Kupfer, das funktioniert ja richtig gut mit Kupfer. Ich hätte gar nicht mehr so viel machen müssen. Ja, das wird jetzt problematisch. Ich muss Lava setzen, da muss aufpassen, dass ich da nicht reinfall. 5600. Wie viel Kupfer brauche ich nochmal immer für so ein Ding? Lol, wenn man so eine Büchse hat, kann man das ja gar nicht setzen. Nö, nee, kannst du nicht. Scheiße. Du kannst es in den Tank tun und mit dem Eimer nehmen und dann setzen. Ah, fuck. Ich tue es deswegen in der Büchse, weil es ja sowieso in den Tank kommt. Das Öl. Ja, jetzt ist nur die Frage. Ach so. Heat Vent. Da brauche ich 4, 4, 4, 12 Büchsen Lava, was für eine Scheiße. 6 mal 4. Dann muss ich mir eben 12 Eimer holen. 24. 24 Stück. Ach du Kacke. Dann lucken wir mal, ne?
24 Stück. Wie viele habe ich denn an Gittern? Bestimmt nicht so viel. Nee, reicht nicht, bei weitem nicht. Und wie das nicht reicht, ne? So, jetzt habe ich nur wieder zu viele, aber es lässt sich ja nicht verhindern. Jetzt brauche ich noch Quarz, zwei und zwar auch 24 Stück. Ne? Achso. Gucken, ob ich 24 zusammenkriege. Das sollte ja nur kein Problem sein. Verdammt! Das war ein Problem. So, Redstone. Ich bin gleich fertig, komm dann, ja? Ich beeil mich. Trau mir. Was ist dir eigentlich wichtiger? Ist jedem Abonnenten recht machen oder lieber deine Meinung sagen? Ach, das ist kompliziert. Da gibt's ja, ich Grenzen. Wenn ich jetzt sag, dass ich Eminem scheiße finde, dann rasten übelst viele mit sich. Ach so, in dem Fall. Aber nee, da bin ich lieber ehrlich. Ja, ich bin da auch eigentlich lieber ehrlich. Das ja gut, wir wurden nicht gefragt. Ich hab's einfach so gesagt. Ja, das ist dann schon blöd. Nein! Wär lustig, wenn du stirbst. Scheiß Fließband. Bist du drauf? In die Lava gehauen. Verdammt, was? Achso, die Kabel sind. 24 Stück. So, jetzt habe ich 12 Gitter übrig. Kann man eben da rein. So, das kann hier rein, das kann hier rein, das kann hier rein. Jetzt habe ich 22 Barrels. Die packe ich mal. Ich tue Barrels da rein. Ich müsste mal die Barrels einfach in die Barrel reintun, stumm. So. Also da muss man echt höllisch aufpassen. Ich bin fast fertig. Nice. Ich habe fast das Crafting-Ding da fertig. Gut, ich komme mal zu dir. What the fuck? Ich muss mir zwei Schallplatten schieben. Hast du sie gelöscht oder was? Wie ich eben feststellen musste, ist das so. Wenn ich Rechtsklick drauf mache und da ich da drüber einen Block habe, fallen diese komisch zur Seite weg und die letzten beiden sind mir einfach so in die Lava gefallen. Okay. Lol, wusstest du das, dass sie so komisch zur Seite hüpfen? Was wie zur Seite hüpft? Dass so eine Schallplatte so komisch zur Seite hüpft, wenn man die da rausnimmt. Ja. Hätte ich auch mal wissen sollen. Hä, schon wieder? Hä, was ist denn das? Ich muss den Plattenspieler woanders reintun, ey. Das geht so nicht. Lass diesmal mal an diesem Strand da eine Verabschiedung machen. Ich hab Wieso? Da was geplant, was cool ist. Warte, wir jetzt mit diesem einen Dreckblock. Ist durch. Okay. Wo bist denn? Wie komm ich da hin? Mein Gruselkeller? Tippe dich doch. Ich bin in deinem Keller, aber... Ja, nicht der, ein anderer. Lol, du hast noch einen anderen? Wo ist denn der? Ich will den Eingang erstmal richtig sehen. Geh mal in die Bücherei. Dass die Zuschauer das sehen. Da ist gerade ein Zombie in deiner Wohnung. Ich töte den mal. Ja. Oh, da sind auch Creeper. Aber das kann dir ja... Geh mal in die Bücherei.
Na, ich, warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich find das einfach nicht. Ach da. Lol. Du hast ja mit Covers geschummelt. Ich dachte, ich liebe das. Du liebst mich. Oh, Zinn, cool. Oh. Oh. Stell dich doch mal drauf, ist lustig. Ich bin doch nicht blöd. Okay, los geht's. Oh Mann. Das würde richtig geil in Attack of the B-Team passen, ne? Also hier Matt Scientist und so, ne? Aber das war doch jetzt mal geil, oder? Das war richtig geil. Kann das ich mal jetzt mit den Bienen, die irgendwie nicht rein genug sind. Ist der Kohle. So. What the? Schade, ich hab gedacht, du springst aus Geiz hinterher. Ich war auch kurz davor, nur ich dachte gerade, warte mal, hast du nicht irgendwie... Ich war da fast hinterher gesprungen, ne? Ich war so drauf. Aber ich hatte vorhin noch Dias dabei. Ich hätte mir einfach mal den Spaß machen sollen und eine Dia raufhauen sollen. Alter, ich wäre das auf jeden Fall hingesprungen. Oder ein Item, was so aussieht wie ein Dia. Man denkt gleich, springt da hin und dann ist es nur so ein Kackding oder so. Oh, das wäre mies. Weil ich deine Texturen... Und wie findest du meinen kranken Psychokeller? Richtig geil und krank. Oh, danke. Ist der echt gut? Ja. Ich mach das noch besser mit Mossy Cobblestone. Stimmt. Ja. So, ich komme im Theorem. Vor allem geil mit den Covers, ne? Da kann man richtig gut Gänge drin verstecken. Hm. Kommst du hier so an den Strand? Oh. Ach, da bist du. Mieser Motherfucker. Und tust du mir weh? Ich dachte, wir wären Freunde. Ich muss hier mal hin. Irgendwas hatte nicht so ganz funktioniert, wie es eigentlich sollte. Was machst du da? Ich hab mir was wiedergeholt. Wie was wiedergeholt? Ach, nix, nix. Ne, Bomber? Contiguous? Alter! Scheiß Penner, ey! Du machst mir Angst, Mann! Ah! Scheiße, ich komme hier nicht raus! Ha! Ja! Weg, weg, weg! Nein, verdammt! Ah! Kacke! Du bist ein kranker Psycho! Hast du was abbekommen? Ja, ich war da drin. Schade, ich meine gut, ich dachte schon, du bist da irgendwie noch rausgekommen. War meine Befürchtung. Warum darfst du das eigentlich? Wir haben doch gar keinen Krieg. Das ist eine Kriegserklärung. Das sind keine zerstörerischen. Das sind nur Krankheitsbomben und so, wie die anderen, wie Shrapnel und so. Jo, genau, jetzt sind hier auch noch Skelette und ich sehe nichts. Ich hab grad irgendeinen Creeper infiziert. So, ich habe ja jetzt meine Kuhfarm, ich muss sie halt nur finden. Bin nah dran. Verdammt, ich Idiot! Was? Ich wollte mir Milch holen von den Kühen, damit das Ding endlich aufhört. Und was passiert? Ich habe die Kühe infiziert. Spasti. Das ist echt spastisch. Nein! Die Kühe sind tot.
Alle? Ja. Alle. Jetzt kann ich mir nächsten Take neue Kühe suchen gehen. Lol. Verdammt. So sollte das nicht ausgehen. Okay, jetzt können wir mal einen Cut machen. Ich glaube, da wartest du schon drauf. Läuft. Okay. Willst du Tschüss sagen, so richtig? Tschüss. Nee, richtig. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich entschuldige mich dafür, dass Multi immer so ein komischer Typ ist, ne? Und ja, er ist wirklich scheiße, ne? Und ja, voll, ne? Und ja, bis dann. Lol. Okay, tschüss.